Family Church und Life Church, hallo zusammen und guten Morgen. Hey, hallo zusammen, alle Lieben. Vielleicht ist bei dir auch Abend, aber genau. Eigentlich spielt es gar keine Rolle. Wir freuen uns einfach heute mit dir diese neue Tagesandacht machen zu dürfen. Und weißt du was, gestern im Gottesdienst haben wir über diese drei Flüsse gesprochen, die das Zungenreden in uns auslöst. Ja. Denn Jesus hat ja verheißen für all diejenigen, die erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass Ströme lebendigen Wassers aus ihrem Innersten fließen, aus ihrem Geist, aus ihrem Belly, im Englischen heißt es, aus der Bauchgegend, aus dem Spirit, aus dem Geist. Und das ist eben, preis dem Herrn, die Taufe im Heiligen Geist, wo Jesus bereits vorausgesagt hat. Und deswegen sagt er den Jüngern, ihr sollt auf die Verheißung warten. Es ist das Gebet und es ist die Verheißung unter dem neuen Bund. Und dass wir Gnade solch einen Buß geben in deinem Leben. Jetzt, Paulus hat das, diese Ströme lebendigen Wassers, was Jesus ja übrigens in Johannes 7 war das, vorausgesagt hat, hat er, glaube ich, nochmals richtig verstanden. Mhm. Und er hat es aufgegriffen. Und zwar in seinem Brief an Timotheus. Genau. Und du kannst gleich lesen, dort sehen wir nämlich die drei Flüsse, die drei Ströme, was das Zungenreden bringt und was von uns fließen kann. Genau. Und Susanne, lies doch gleich, was wir dort verstehen können. Amen. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6 und 7. Mhm. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wow, Halleluja. Das ist in der neuen Genfer Übersetzung ist das Besonnenheit. Also das sind eigentlich die drei Flüsse, die von uns fließen, Kraft, Liebe und Zucht oder Besonnenheit. Ich komme nachher noch, was das Wort eigentlich ist. Es ist ein interessantes Wort, dieses Wort eigentlich Zucht oder Besonnenheit. Aber im Vers 6 hast du ja gelesen, dass Paulus sagt dem Timotheus, dass er die Gnadengabe anfachen soll, die er von ihm empfangen hat durch die Handauflegung. Jetzt, wir wissen, dass die Taufe im Heiligen Geist und das Zungenreden via Handauflegung übermittelt und übertragen werden kann. Das ist nicht der einzige Weg, aber das ist einer der Wege, wie man die Taufe im Heiligen Geist erfahren kann. Jetzt das Wort, die Gnadengabe anfachen. Das Wort Gnadengabe ist dasselbe Wort wie beim 1. Korinther 12, wo Paulus über die neuen Geistesgaben redet. Dasselbe Wort, Charisma. Die Gnadengaben. Amen. Halleluja. Also er bezieht sich mit diesem Wort Gaben auf 1. Korinther 12. Okay? Auf die Geistesgaben. Und anfachen, von diesen neun Gaben können wir nur eine selber anfachen, denn die anderen acht sind, wie der Geist will. Genau. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Heilungsgaben, Geisterunterscheidung, Wunderwirkungen, die können wir nicht an- und abstellen. Genau. Okay, wäre schön, wenn wir es könnten, aber wir können es nicht an- und abstellen, sondern das ist, wie der Geist will, wie Gott will. Genau. Aber eine Gabe, die können wir, welche ist es, anfachen? Zungenreden. Zungenreden, Sprachengebet, ganz genau. Es ist wie bei diesem neunarmigen Chanukka-Leuchter. Genau. Es ist die Helferkerze, die mittlere, die zündet nämlich alle anderen Kerzen an. Und die Sprachengabe, das Zungenreden, zündet an alle anderen Gaben in unserem Leben. Also anfachen können wir nur eine. Ich bin überzeugt, Paulus redet hier zu Timotheus übers Sprachengebet, übers Zungenreden. Und dann sagt er, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben oder Angst, sondern und jetzt kommen die drei Ströme. Wenn wir in Sprachen reden, wenn wir neu anfachen, jeden Tag etwas anfachen, wie ein Feuer fächern, dann fließt der Strom der Kraft aus uns. So stärkt uns der Herr. Strong Spirit, das ist unsere Sonntagsserie. Also das ist der erste Strom, der erste Fluss, Kraft. Der zweite ist Liebe. Halleluja. Wow. Also, die Liebe spricht ja Paulus auch an im Römer 8,26. Diese Seufzer, der Geist vertritt uns mit Seufzer. Und im Griechischen ist es das Wort Stenagmos. Wow. Wenn wir in einem Wörterbuch
Buch wirklich in die Tiefe geht, ja, ist das Liebesseufzer. Also Liebessprache, Geheimnisse der Liebe. Und das ist einfach so einzigartig und einmalig. Und es kann gar nicht anders sein, weil er ist ein Gott der Liebe. Und die Sprache, die er hat, ist immer die Sprache der Liebe. Und wenn wir beten, fließen Ströme der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und das ist einfach wow. Das gibt uns so ein festes Herz und Kraft inwendig. Unbedingt. So, das ist der zweite Fluss, genau. Stenagmos, die Liebessprache Gottes. Amen. Also er gibt uns nicht nur Kraft, dadurch, gemäß Judas 21, erhalten wir uns in der Liebe. Genau. Okay? Betet im Heiligen Geist, er baut euch auf eurem allerheiligsten Glauben. Okay? Das geht mit der Kraft überein, Kraft erhalten, erhaltet euch in der Liebe Gottes, Stenagmos. Ja. Im Englischen heißt es Power, Love, Sound Mind. Wow. Das sind die drei Rivers. Okay. Im Englischen heißen Flüsse Rivers. Three Rivers. Ja, bei dem Herrn. Cool. Und das sind die drei Flüsse. Kraft, Liebe und der dritte ist, das Wort, das wir hier haben, Zucht oder Besonnenheit, wie in der neuen Genfer Übersetzung, ist eigentlich, weil das Wort Besonnenheit kommt von Sozo und dieses Wort bedeutet ja Rettung, Heilung, Wiederherstellung. Eigentlich ist es gesunder Verstand. Halleluja. Beten im Geist hält unseren Verstand gesund. Wow, amazing, amazing. Wir müssen nie Angst haben als Christen, dass wir im Alter dement werden oder dass wir an Krankheiten erkranken, die uns alles verlieren lassen. Wir verlieren uns selbst. Wir bleiben frisch. Ja, der gesunde Verstand, das ist eine Verheißung von Gnade. Das ist eine Verheißung vom Pfingst, vom Zeitalter der Gnade, dass wenn wir in Sprachen beten, dass hält uns hell. Amen. Denn siehst du, die Bibel redet vom verfinsterten Verstand. Genau. Und Menschen, die so an diesen schrecklichen, neuartigen, neurologischen Krankheiten erkranken, ihr Verstand verfinstert sich. Also wie eine Decke. Aber das Sprachengebet bringt doch Licht. Genau, so eine Decke, betrübt werden, matt werden, man kennt einander nicht mehr, man kennt sich selber nicht mehr. Was für schreckliche, teuflische Krankheiten. Wow. Die Bibel sagt uns, dass das der dritte Fluss ist, gesunder Verstand. Und in meiner Schlachterübersetzung ist sogar hier eine Randvermerkung, denn ich muss das griechische Wort nochmals lesen, das ist eins deiner Lieblingswörter, gell? Das heißt nämlich Sophronismus. Ah, genau. Sophronismus ist ein Zungenbrecher. Genau. Das sollte eigentlich auch sein, Sprachengebet. Also, das Wort hier kommt von Sozo und es bedeutet, die Randvermerkung hier in meiner Schlachterübersetzung heißt gesunder Verstand. Halleluja, wow. Sound mind im Englischen. A sound mind. Du und ich, wir können bis zu unserem letzten Tag auf dieser Erde einen gesunden Verstand haben. Und das ist der dritte Strom. Three rivers. Halleluja. Drei Flüsse. Drei Flüsse, die Gott uns dient und die von uns fließen, denn es fließen ja Ströme lebendigen Wassers, die teilen sich auf in drei Flüsse. Der Strom wird zu drei ganz konkreten Flüssen, dank sei Paulus, der uns hier eigentlich Einsicht gibt. Drei. Wow, die ganze Gottheit, Trinität vereint. Und trotzdem eins. Ein Strom, siehst du, auch ein Bild der Trinität. Ja. One stream, ein Strom. Mhm. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heiligen Geist. Halleluja. One und trotzdem three. Amen. Drei Persönlichkeiten. Amazing. Großartig. Ich finde es so genial. Einfach Kraft, Liebe, Besonnenheit und Kraft. Es ist nicht, dass wir uns anstrengen müssen und tun und tun und leisten, sondern Kraft entsteht einfach. Wir beten einfach und wir werden stark inwendig, wir setzen Dinge um. Ja. Es passiert einfach, weil wir aufgebaut sind durch den Heiligen. Genau, Kraft entsteht durch diese Art von Gebet. Ja, in der Ruhe. Ganz du bist genau. In der Ruhe und du ganz betest genau. Und das gibt Kraft. Und das ist die Ruhe, das ist die Erquickung, das ist die Verheißung. Ja. Und genau so kommt es. Und genau so kommt auch die wunderbare Kraft des Abendmahls. Ja. Keine Leistung, keine Arbeit, sondern Essen. Essen. Der Segen kommt durch Essen. Amen. Deine Heilung kommt durch Essen. Halleluja. Das symbolisiert den Leib Christi, der für uns eben am Kreuz gelitten hat, damit du Heilung haben kannst. Amen. Danke, Herr. Ja. Das so Liebesmahl, die Liebessprache und das Liebesmahl. Amen. Alles aus Liebe. Wenn ich
deswegen, ich mag es, ich meine, wir sagen schon immer, wir können auch Wasser nehmen oder Tee, ja. Aber ich mag Traubensaft, weil er rot ist. Rot ist die Liebe. Und ich, das erinnert mich immer an seine große Liebe. Okay? Ja. Wenn ich den Traubensaft, den Wein sehe, rot, ja. Nicht nur sein Blut, sondern auch seine Liebe in seinem Opfer. Genau. Denn sein Opfer ist ein Liebesopfer und deswegen floss Blut. Halleluja. Für uns. Ja. Amen. Amen. Praise the Lord. Was für ein großartiger Wochenstart. Yes. Lass die drei Flüsse von dir fließen. Mm-hmm. Die drei Ströme, die in dir sind, können jetzt ganz konkret werden. Nicht zu drei Rinnsalen, sondern zu reißenden Flüssen. Strömen, Ströme lebendigen Wassers. Er ist uns verheißen, Johannes 7. Halleluja. Paulus teilt es uns nochmals auf. Mm-hmm. Und wir sehen, wow, den großen Segen, der im Sprachengebet liegt. Wir möchten dich ermutigen, einfach immer wieder Sella-Pausen zu machen. Yes. Kurze Pausen, Sella. Wo du bist, unterwegs, Sella, ein paar Minuten in Sprachen zu beten. Mhm. Wenn du laut kannst, laut. Genau. Wir haben auch die Frage gestern erhalten von der Life Church Interaktiv-Sendung. Wenn du nur innerlich, dann nur innerlich. That's okay, genau. Das ist großartig, beides geht. Und dazu möchten wir dich ermutigen an diesem Tag, in dieser Woche. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder und freuen uns jetzt schon. Bis bald. Bye-bye. Tschüss. Bye-bye.